Ja, ihr Süßen, vorletzter Spieltag in der NOV Oberliga Staffel Süd. Rasenplatz Wartburgstadion an der Katzenaue in Eisenach. Es ist Sonntag, der zweite Advent, Nikolaustag um 13 Uhr. Der FC Eisenach empfängt die SG Union Sandersdorf. Ja, voriges Jahr um die Zeit hat Eisenach dort eine Klatsche kassiert mit 6:2 gegen sich. Da haben beide Mannschaften noch ganz anders in der Tabelle gestanden. Die Sandersdorfer als Tabellen 7. oder 8. hier angereist und Eisenach, wir grüßen bekanntlich vom Tabellenende. Trainerwechsel hat es gegeben in der vorigen Woche. Brauche ich nicht lange drüber, viele Worte zu verlieren. Haben wir alle in der Zeitung gelesen. Am Freitag war es passiert. Das Spiel danach im Blauen ging in die Hose. Und hier aber heute eine couragiert aufspielende Eisenacher Mannschaft, die sich was vorgenommen hatte. Fiss. Tobias Eckermann bleibt hier noch hängen. War ein sehr munteres Spielchen. Also mit dem Schlachtfest von der vorigen Woche aus dem Vogtlandstadion im Blauen nicht zu vergleichen. Hier ging richtig was los, gerade in den ersten 45 Minuten. Vor nur noch 107 Zuschauern, ja, wer will es Ihnen verdenken. Gibt eben zurzeit nicht viel zu bejubeln im Wartburgstadion. Den einen oder anderen Fan schmerzt es. Und die Erfolgsfans, die sind sowieso schon sehr, sehr lange, lange weg. Indes hat man aber auch wenig Leute nörgeln hören auf der Tribüne. Und wie gesagt, es gab auch wenig Grund. Höchstens dafür, dass das Agieren im Angriff bei den Wartburgstädtern nach wie vor unglücklich zu nennen war, wie man hier durch Martin Fiss gesehen hat. Und dass man in der Abwehr immer noch anfällig war. Nichtsdestotrotz resultierten daraus Chancen hier auf beiden Seiten. Eckermann. Und Fiss, lauf Martin, rufen sie da von der Tribüne und er läuft. Diesmal bringt er eine gute Flanke rein. Eckermann. Bringt er nicht genug Kraft dahinter, aber war ein sehenswerter Angriff. Ja, da wird auch nicht mit Applaus gegeizt. Wieder Fiss. Der seinem Gegenspieler entwischt. Guckt zur Mitte, da läuft keiner mit. Versucht das selber, ein bisschen zu spät, wird da ein bisschen abgedrängt. Ja, Eckermann, da fällt er zu spät. Außerdem hat er vorher seine Gegenspieler geschoben. Eine Abseitsentscheidung, die, naja, zumindest fragwürdig war. Vielleicht gab es aber auch einen Foul von Eckermann. Sorgt jedenfalls für Emotionen unter Tribünendach und das macht ja den Fußball auch würzig. Sandersdorf zunächst vorne auch, mit sehr viel Unvermögen vor dem Tor, wie wir gerade gesehen haben. Und dann hier Kukaka. Versucht es mit dem linken Fuß. Abseits. Ja, dieser Billardstoß findet keine Anerkennung. Abseitsentscheidung. Und dann sehen wir mal hier. Seel verpasst da zunächst den Ball, versucht das jetzt nachzuholen, trifft mit dem Ball kurz den Oberkörper seines Gegenspielers, der fällt wie vom Blitz getroffen. Es gibt einen Elfmeter. Tja, bist du Tabellenletzter, dann kommt es zu solchen unglücklichen Attacken und auch zu solchen Pfiffen, die nun wirklich nicht jeder Schiedsrichter macht. Und dann dieser unglückliche Elfer, da ist der Gois tatsächlich noch dran. Das, sowas passiert ja halt, wenn du die rote Laterne mit auf den Rasen bringst. Eisenach steckt nicht auf. Wieder Kukaka. Aber was macht er? Er geht mit dem Ball in die Mitte, dort wo die massiv gestaffelte Abwehr der Sandershäuser ist. Und da rennt man sich natürlich fest. Und die Situation ist geklärt. Dann schauen wir mal hier. Aus meiner Sicht ein eindeutiges Handspiel. Ich habe es mir ein paar Mal in der Zeitlupe angeguckt. Ich denke schon, dass der Oberarm da zum Ball geht. Vielleicht stand der Schiedsrichter ungünstig. Jedenfalls hier hätte es einen Elfer geben müssen. Vielleicht wollte er auch nicht als Konzessionsreferee dastehen. Und hat sich gesagt, nö, bevor ich da irgendwas Falsches entscheide, pfeife ich lieber nicht. Nochmal eine Abseitssituation. Das passt eben alles so zusammen, wenn du da hinten drin bist. Es fügt sich zueinander. Wobei hier dieses Foulspiel noch vor dem Strafraum von Seel vonstatten ging, fing sich dafür dann später eine gelbe Karte ein. Und jetzt auch nicht, dann Tobias Eckermann. Entschuldigung, Toni Juracek. Und auch dieser Abpraller findet nicht den Weg ins Tor. Wir sind in der zweiten Halbzeit. Andy von Roda.
Bringt den Ball zur Mitte. Schlechte Abwehr. Jetzt ist Juracek und da kommt Fiss und er rutscht weg. Auch so eine gute Möglichkeit dahin. War jetzt ein offenes Spiel, Chancen auf beiden Seiten. Da schenken sich beide Mannschaften. Ich will nicht sagen, dass es ein sehr, sehr gutes Spiel gewesen ist, aber es war auch nicht das Schlechteste, was ich in dieser Saison auf den Plätzen hier in der NOV Oberliga Süd gesehen habe. Juracek und Eckermann. Kriegt ein bisschen Rücklage zum Tor. Geht nicht rein. Spiel läuft weiter. Das habe ich gehört. Haben wir die Nummer 2 an Alexander Schmitz. Und dann aber eine Abseitsposition. 21 Tim Hoffmann. Auf die Mitte zu Kapitän Dan Lochmann. Ja, und dann gab es auch ein paar Längen zwischendurch in diesem Spiel, wo du da eben nicht so viele Chancen gesehen hast, aber ist ja kein Wunder. Hier spielt ja nicht gerade der Erste gegen den Zweiten. Und viel resultierte auch aus ungenügenden Zuordnungen der beiden Abwehrreihen. Ja, macht er. Sieht mal ab. Christopher Seel. Gerade im zweiten Durchgang schaltete er sich öfters mal vorne in der Offensive mit ein. Insgesamt wirkte die Eisenacher Mannschaft sehr, sehr viel offensivfreudiger, als das noch in der Vergangenheit der Fall war. Martin Fiss kommt da wieder nicht vorbei an Markus Kansi, der da hinten mit der Nummer 22 seinen Kasten jungfräulich hält. Keine Abseitsposition. Nächster Unioner Angriff. Und auch Geuss steht seinem Gegenüber in nichts nach, aber wenig später ist es soweit. Dan Lochmann legt sich den Ball selber vor und überwindet Geuss. 20 Minuten vor dem Ende. Der Karnickel-Fangschlag für den FC Eisenach. Nein, nein. Nein, nein. Da ist weder der Schiedsrichter schuld, noch der gute Dan Lochmann. Das ist übrigens Lochmanns 11. Bude in dieser Saison. Damit hat er jetzt schon genauso viele Tore geschossen wie in der vergangenen Saison. Und so ein Mann, der fehlt den Eisenachern. Und natürlich das Glück, ganz klar. Nehmen wir hier nochmal Seel. Bedient nochmal Martin Fiss. Er kriegt's nicht auf die Reihe. Werden wahrscheinlich noch ein Stündchen spielen können. Ihr kennt ja das. Solche Fußballspiele gibt's halt. Und bei einem Tabellenletzten passiert das eben gerne mal. Abpfiff des 14. Spieltags für den FC Eisenach. Damit ist klar, die Wartburgstädter werden am Estrich des Tabellenkellers überwintern. Kann den Jungs und Mädels in und um den Verein nur empfehlen, auf rote Weihnachtsbaumbeleuchtung und rote Kugeln zu verzichten. Das ist einfach zu schmerzhaft. Wir haben noch ein Spiel, und zwar nächste Woche in Jena bei Karl Zeiss, zweite Mannschaft, bevor es dann wirklich in die Winterpause geht. Ja, da wollen wir mal hoffen, dass wir ein bisschen mehr Glück haben, weil wenn du im Fußball keine Tore machst, ist irgendwie blöde. Das ist wie wenn du im Biathlon ins Rennen gehst, ohne Gewehr. Also, wir sehen uns dann am kommenden Wochenende nochmal, bevor wir uns richtig schön die Bäuche vollschlagen können. Zu Weihnachten. In diesem Sinne, adios.